Hallo, ich begrüße euch bei meiner virtuellen Brockenexkursion. Das ist ein interaktives Video mit CC BY-Lizenz. Das heißt, ihr könnt es beliebig verwenden und weiterentwickeln. Das Einzige, was gefordert ist, die Namensnennung, dass ich als Autor genannt werde. Ich bin Konrad Rennert und das Video, das widme ich meinen Enkeln als Erinnerung und damit ihr Interesse an Natur und Technik gefördert wird. So etwas Ähnliches habe ich als Schüler und Student erfahren und ich hoffe, das passiert bei den Enkeln genauso. Die Älteren sind schon fast erwachsen und könnten vergleichbares Know-how, das heißt das, was ich also hier nutze und verwende, das könnten sie einsetzen, um die Exkursion am Ende der Schulzeit, die jetzt sich rasch nähert, um diese Exkursion zu dokumentieren. Man muss ja da nicht nur abends Alkoholexzesse machen, so wie ich das vielleicht aus meiner Schulzeit kenne, sondern man könnte ja bei solchen Exkursionen eben auch mal überlegen, wie können wir das für uns und unsere Nachwelt dokumentieren. Auch im Alter von 70 oder fast 70 bin ich noch als Online-Dozent aktiv. Diese virtuelle Exkursion, die hat das Ziel, dass ich vielleicht noch neue Kunden gewinne, um Ihnen die hier gezeigten Möglichkeiten zu vermitteln. Das Video wurde am 5. April 2024 bei einer Fahrt mit der Brockenbahn aufgenommen. Die Gedanken im Vortrag, die sind von vielen Quellen inspiriert. Goethe war auf den Brocken. Das war 1777 und er stieg da auch noch auf eigenen Beinen auf den Berg von Torfhaus, da hat er begonnen. Ich stand mit einem Freund auf der Plattform am Ende des Zuges der Brockenbahn, der klassischen Brockenbahn, die 1898 von Dreierhannenhohne auf den Brocken führte. Und wir hatten viele Möglichkeiten, uns zu unterhalten. Das war auch deshalb interessant, weil der Freund war, als ich Student war und im Harz, im Westharz Exkursion machte, da war er Student in der DDR, bevor er das sein konnte, da hat er auch Dienst an der Grenze geschoben. Das heißt, er kennt die deutsche Teilung noch aus erster Hand. Jetzt kommt ein Standbild. Dieses Standbild will ich hier kurz erklären. Ich habe ja gesagt, dieses Video, das kann man bei YouTube anschauen, aber es ist auch interaktiv. Das heißt, man kann, wenn man das nutzt, was unter dem Video bei YouTube in der Beschreibung steht, wenn man da auf diesen Link klickt, der mit meiner Seite, mit meiner Website beginnt, H5P077, so endet das, dann hat man die Möglichkeiten, die ich jetzt hier erkläre. Wenn ihr da rechts oben dieses blaue Symbol erkennt, dieses Plus, dann ist das, da steht eine Texterläuterung. Das kommt nicht so oft vor, aber dieses Video will ich permanent ergänzen. Am wichtigsten ist der Hyperlink. Und zwar nicht der, der da in der Mitte angezeigt wird, hier das Beispiel vom MDR, sondern diese kleinen Symbole, der Stern und dieses Symbol mit dem Kästchen, mit dem Pfeil, der nach außen zeigt. Da könnt ihr im interaktiven Video direkt darauf klicken und dann kommt ihr sofort zu der Seite, ohne dass ihr die eingeben müsst. Falls ihr feststellen wollt, ob ihr das behalten habt, was in diesem Link dann vermittelt wurde, dann klickt einfach auf diese Hand, die da im violetten Kreis ist. Quiz starten steht ja hier. Und wenn ihr darauf klickt, dann startet ein Quiz und ihr könnt dann sofort erkennen, ob ihr es gewusst habt, was da kurz vorher auf der Webseite, die da verlinkt ist, vermittelt wurde. Wenn ihr einfach weitermachen wollt, da haben wir unten die Bedienelemente. Da kann man dann auf dieses Dreieck ganz links unten klicken. Dann wird das Video fortgesetzt, falls ihr da nicht anhalten wollt. In dieser Zeitleiste seht ihr kleine Punkte. Das sind die Stellen, wo Hyperlinks oder Texterklärungen stehen. Wenn das Kreise sind, dann sind das die Stellen, wo ein Quiz ansteht. Das kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ihr es begonnen habt oder abgeschlossen habt, dann ist dieser Kreis gefüllt und am Ende seht ihr dann also auch ein Ergebnis. Das wird aber nicht zugesendet, es sei denn, jemand
du dieses Video entsprechend meinem Angebot nutzen und lädst auf eine Moodle-Plattform hoch, dann kann man am Ende auch seine Ergebnisse dann dokumentieren. Hier werden dir nur einmal angezeigt, wie viele Punkte man hat oder wie viel Prozent man erreicht hat. Und das war's dann auch. Ganz rechts in der Zeitleiste seht ihr diesen gelben Pfeil. Der zeigt an die Stelle, wo gegebenenfalls ein CC-Button ist. Das CC steht für Closed Captures und das sind die Untertitel, die da in verschiedenen Sprachen angeboten sein könnten. Das mache ich gelegentlich und das funktioniert aber auch nur im Zusammenhang mit YouTube. Das wäre es, was ich hier als Erläuterung zur Nutzung von H5P für interaktive Videos zu sagen habe. Jetzt läuft das Video ganz normal weiter. Warum habe ich das gemacht? Ich selbst wurde schon im Alter von etwa 10, als ich im vierten Schuljahr war oder vielleicht auch etwas jünger war ich noch, da war ich gern unterwegs mit einem Lehrer, der uns die Natur und die Umgebung erklärte bei Wanderungen. Später habe ich das fortgesetzt als Student. Da war ich in den 70er Jahren erstmals auf wissenschaftlichen Exkursionen, die von der Uni Göttingen durchgeführt wurden. Ich war zwar Physikstudent, aber meine Diplomarbeit führte ich im Fach Geophysik durch und habe als Nebenfach Geologie gewählt bei der Diplomprüfung. Damals haben wir das Harzpaläozoikum kennengelernt, auch durch eine Exkursion. Die ging damals allerdings nicht zum Brocken, sondern sie beschäftigte sich nur mit dem westlichen Teil des Harzes, mit dem niedersächsischen Teil. Der Brocken ist ja damals nicht zugänglich gewesen, weil er in Sachsen-Anhalt war und das war jenseits der deutsch-deutschen Grenze. Dieses Video habe ich am 5. April 2024 aufgenommen, als ich mit Freunden die Brockenbahn hinauffuhr. Diese Bahn wurde 1898 erstmalig genutzt und führte von Drei-Annen-Hohne bis zum Brocken hinauf. Die gleiche Strecke haben wir hier am 5. April 2024 genutzt. Während ich hier die einleitenden Worte spreche, seht ihr schon den zerstörten Wald im Hintergrund. Das, was das ausgelöst hat, war primär die Trockenheit, die dazu führte, dass sich die Borkenkäfer hier ungehindert ausbreiten konnten und letztendlich diese Fichtenmonokultur vollständig zerstörten. Es gibt nur noch einzelne Bäume, die vielleicht nicht zu der Monokultur gehörten, sondern widerstandsfähiger waren, weil sie hier an die Natur angepasst sind. Fichten gehörten nicht zum Harz. Das war ursprünglich ein Mischwald, hauptsächlich Laubwald mit Buchen. Aber der Harz, und das seht ihr hier auf den Links, die ich hier angebracht habe, der war schon früh Ort von bergmännischer Tätigkeit. Schon in der Römerzeit wurde darüber berichtet, dass man dort Metalle gewinnen konnte. Damit hat man dann auch gehandelt. Diese Metalle konnten dann aufgrund der chemischen Zusammensetzung dann weit verbreitet im Römischen Reich gefunden werden. Und das zeigt also 3000 Jahre oder über 2000 Jahre, dass es hier bergmännische Aktivitäten gab. Ihr seht es hier vom Ende des Zuges, das Waldsterben. Mein Freund aus Sachsen und ich, wir hatten im wahrsten Sinne des Wortes einen Logenplatz, um das, was hier als Waldsterben zu beobachten ist, in voller Breite zu sehen. Dabei haben wir uns natürlich auch über viele Dinge unterhalten. Wir treffen uns vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, seitdem die Grenze in Deutschland wieder entfallen ist. Als ich 1979 das erste Mal hier im Harz eine wissenschaftliche Exkursion besuchte von der Uni Göttingen, da war er auch ein junger Mann, allerdings in der DDR. Und da durfte er an der Grenze Wache schieben. Das war wohl Voraussetzung, um dort einen Studienplatz zu bekommen. Er hat ein ähnliches Fach studiert wie ich, das heißt ein MINT-Fach.
Und da haben wir uns auf der Fahrt zum Brocken über vielerlei Dinge unterhalten. Zu der Zeit, wo ich im Westharz war, war er in der Rhön und bewachte die Grenze. Das ist lange her. Diese Stelle, die wir hier gleich aufsuchen, der Brocken, der war auch das Ziel von Goethe, der dort 1777, das heißt, da war er 28 Jahre alt, er aufsuchte. Er hatte allerdings nicht die Möglichkeit, mit der Brockenbahn da hochzufahren. Die wurde erst 1898 gebaut, die gleiche Strecke, die wir hier befahren. Goethe wanderte vom Westen her. Torfhaus war wohl der Startpunkt. Dort gibt es dann auch den Beginn des Goetheweges zum Brocken. Den sah ich damals auch, 1979, diesen Goetheweg, allerdings nur bis zu dem kleinen Fluss Eckar, welche die Grenze zwischen Niedersachsen und der damaligen DDR bildete. Dahinter sahen wir dann das Brockenmassiv mit den Antennen und den Gebäuden, die im Wesentlichen zum Abhören dienten. Bei Torfhaus, wo wir eine Rast machten, da gab es einen Sendemasten und Richtfunkantennen, die Richtung West-Berlin zielten. Von dort wurden dann Telefongespräche übertragen. Da war der Brocken natürlich, der in der Nähe dieser Richtfunkstrecke lag, ein idealer Ort, um abzuhören, um Informationen aus dem Westen zu gewinnen. Das liegt lange her. Meine Enkel werden dann wahrscheinlich nur noch sporadisch in Museumsbesuchen kennenlernen, was damals Alltag war. Zur Zeit von Goethe gab es auch viele Grenzen, aber die waren durchlässig. Da gab es kleinere und größere Fürstentümer, Grafschaften, freie Reichsstädte. Aber zwischen 1945 und 1990 hätte Goethe nicht vom Torfhaus zum Brocken wandern können. Erst nachdem die Grenze wieder offen war, 1990, war diese Wanderung möglich. Die Fahrt auf der Bahn mit der weiten Sicht über das Harzvorland löste auch viele andere Erinnerungen aus. Ich erzählte dem Freund aus Sachsen, wie ich Anfang der 80er Jahre im Harz ein Gravimeter eichte. Da gab es die Eichstrecke zwischen Bad Harzburg und Torfhaus mit einer signifikanten Schweredifferenz, die damals absolut gemessen werden konnte oder die war Jahre vorher absolut gemessen. So konnte ich dann aufgrund dieser bekannten Schweredifferenz zwischen Bad Harzburg und Torfhaus mein Gravimeter kalibrieren. Wen das interessiert, der kann meine Diplomarbeit mal in Augenschein nehmen. Die ist aus heutiger Sicht recht rustikal, weil ich ja da nur eine Schriftgröße einer alten Schreibmaschine einsetze. Die Erika aus Sömmerda, die gab es damals im Quellekatalog zu kaufen und damit habe ich die Arbeit geschrieben. Und die Sonderzeichen, die habe ich mit einem Stift selbst gemalt. Aber man sieht am Ende der Diplomarbeit, dass auch damals ohne Computereinsatz nichts möglich gewesen wäre. Da ist das Programm abgedruckt und auch die Messungen und auch einige der Grafiken sind schon mit Computerunterstützung gezeichnet. Die damals durchgeführten Exkursionen, da kann ich mich nur teilweise dran erinnern, eben an den Ausblick auf die Grenze. Aber das, was damals uns erklärt wurde, das kann man heute sehr gut nachlesen auf der Webseite von der Professorin Sonja Philipp. Und die habe ich hier auch zitiert. Sie hat über die Gebirgsbildung einiges geschrieben und daraus habe ich dann natürlich auch wieder ein paar Verständnisfragen abgeleitet. Die Gespräche auf der Plattform am Ende der Brockenbahn waren wirklich vielseitig. Sie reichten von der Borkenkäferkalamität um das Jahr 1820 über die Einrichtung des Nationalparks, der sicherlich vom Klimawandel extrem betroffen ist, hinaus
über die Erdgeschichte. Warum haben wir den Brocken? Plutonismus ist der Grund, warum sich der grobkörnige kristalline Brockenkranit gebildet hat, in einer Tiefe Kilometer unter der Oberfläche. Wenn das Magma ausgetreten wäre, dann hätten wir ja keinen Granit, sondern dann hätten wir vielleicht Basalt, und das wäre dann kein Plutonismus, sondern Vulkanismus gewesen. Es gibt viele Museen oder auch Weltkulturerben, zum Beispiel das Bergwerk am Rammelsberg, was behauptet, dass es dort seit 3000 Jahren fast ununterbrochen Bergwerksaktivitäten gab. Dann sind im Westharz bei Clausthal-Zellerfeld noch zahlreiche Wasserkünste zu besichtigen, die notwendig waren, um die Förderschächte in Betrieb zu halten, wurden Wasserräder angetrieben, um dann die Förderkörbe mit Erz auf und ab zu senken. Es gab noch keine Dampfmaschinen, als die Bergwerke weit in die Tiefe ragten. 1975 hatte ich in Clausthal-Zellerfeld einen Studienplatz an der Technischen Universität. Ich habe ihn aber nicht angetreten, weil im verkehrsgünstiger gelegenen Göttingen dann auch ein Angebot kam. Vieles erinnert mich an den Harz, und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, euch an den zahlreichen Stellen im Video zu informieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, und ihr könnt natürlich auch viele Quizze machen, die ich mit Hilfe der künstlichen Intelligenz aus den zahlreichen Quellen, die ich hier angezogen habe, abgeleitet habe. Falls euch das Ganze, die Machart dieses Videos und auch die Einsatzmöglichkeiten von HTML5, dem HTML5 Package bzw. H5P abgekürzt, wenn euch das interessiert, nehmt einfach Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, wenn ich Lernende oder Lehrende mit diesem interessanten Tool vertraut machen kann. Das wär's, was ich hier zu sagen habe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.